Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe mich hier an meinem Tisch versammelt und mache heute mal wieder eine Legung, eine Gegenüberstellung, was euch beide angeht. Es tut sich gerade gewaltig was. Ich hatte gestern nicht viel Lust auf Reden. Dafür habe ich ein paar Froschkönige gebastelt, ein paar Ottos gebastelt, die bereit sind, in die Welt hinauszufliegen. Diesmal mit Achat, Türkis, was noch, Saphir und Bergkristall. Ja, die dürfen diesen Tisch verlassen und gleich in die Welt fliegen. Schauen wir jetzt mal, was so los ist bei euch beiden. Ich suche als allererstes mal nach einem Krafttier, was beschreibt, wo du gerade so unterwegs bist. Was symbolisiert dich? Spirit, hat sich weggedreht, dann nicht. Dann warte mal. Machen wir es doch. Richtig. Welches Krafttier symbolisiert dich hier in meinem Kollektiv? Und du schaust bitte in Eigenverantwortung, ob du hier in Resonanz gehst oder nicht. Oh ja. Und welches Krafttier symbolisiert den Otto? Die Rollen sind noch vertauscht. Wir haben hier für dich den Hirsch. Der Hirsch ist der König des Waldes. Man sieht es hier, ne? Die Antennen sind super fein ausgerichtet. Es glänzt, es funkelt, es schimmert. Was steht drauf? Vertraue auf die Unterstützung des Universums. Ja, und hier sind zwei abgebildet, zwei Leuchtfeuer. Das andere liegt noch hier im Verborgenen, ein bisschen. Ihr spiegelt euch sehr und je besser du in der Lage bist zu leuchten, desto mehr kommt er in seine Kraft, in sein inneres Ich und wird immer besser wissen, was er denn sich wünscht. Du brauchst dem Universum nur noch zu vertrauen und dir in der Zwischenzeit einen schönen Tag machen. Mehr braucht es nicht. Verzeiht meine Sprachstörung, wir haben den Merkur rückläufig. Ich verhädle und fordle mich in letzter Zeit schon mal ein bisschen häufiger. Das geht auch wieder weg. Er hat das Pferd, das lag in irgendeiner Legung, ich glaube, das war vorgestern, fürs Kollektiv. Kümmere dich um andere, aber lass sie frei sein. Und der Otto, der hat auch gerne mal Besitzansprüche gestellt, so nach dem Motto, ich bin eifersüchtig, du darfst dich nicht mit anderen unterhalten, ich möchte, dass du mir Komfort bietest und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist er damit beschäftigt, was er denn jetzt als nächstes tun soll. Vielleicht hat er das Empfinden, er möchte sich mehr um dich kümmern, um andere kümmern, weil er hat sich auch sehr viel um sich selbst gekümmert, aber mit dieser Freiheit, die es eben braucht, um glücklich zu sein. Was sagt das innere Kind? Das sind hier 24-Stunden-Orakel, gültig ab dem Moment, wo du diese Legung findest und möchtest es ganz genau wissen, dann kontaktiere mich gern. Ich bin im Moment ein bisschen langsamer mit der Erledigung meiner Aufträge, aber ich bin zuverlässig, es kommt dann, wenn es kommen soll. Und ich wüsste jetzt gern, was dein inneres Kind noch zu sagen hat. Oh, fliegt aufs Karma-Kreuz. Was haben wir denn hier? Ja, das ist das innere Kind auch. Kann es gut. Ich erzähle es euch gleich. Ich hätte noch gern eine Karte für Otto. Beide in Rosa heute. Also, mein inneres Kind ist Profi im Loslassen. Ich beschäftige mich nicht mit Fragen und suche nicht nach Antworten. Es flüstert in mir, lass die Fragen im Raum stehen. Lass sie sein, lass los. Jede Frage beinhaltet bereits die Lösung. Lösungen musst du nicht suchen, sie finden zu dir, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wenn du keine Antworten mehr brauchst, dann werden sie den Weg zu dir finden. Dankbar nehme ich die Worte meines inneren Kindes an. Ja, Gespräche, Gespräche, wir müssen reden, wir müssen reden. Da habe ich schon oft genug und lange meinen Senf zu abgeliefert. Lass einfach auf dich zukommen. Es wirkt ja schon alles. Und was das Universum gerade am Werkeln ist, das spüren all die, die wirklich feine Sinne haben.
Das ist eine andere Art des Daseins. Da muss man auch erstmal mit klarkommen. Aber wenn man sich nicht hinterfragt und wenn man einfach sagt, es muss jetzt so sein oder es ist jetzt so, dann bekommt man auch darauf die Antwort, das ist alles in Ordnung. Mein inneres Kind ist immer da, hat er hier auf der Karte stehen. Mein inneres Kind verfügt über kein Alter. Es kennt keine Zeit und ist immer im Gleichgewicht. Es verändert sich nie, weil es weiß, dass es vollkommen ist. Wenn ich traurig bin, Geld verliere oder Liebeskummer habe, dann ändert das nichts an meiner Beziehung zum inneren Kind. Es ist nicht interessiert an meinen Umständen, sondern ruft mich zu sich nach innen. Freudvoll und erleichtert nehme ich diese Einladung an. Dann schauen wir mal nach den Energien für dich. Wie bist du so drauf die nächsten 24 Stunden? Das ist komplex. Was ist denn da in Ottos Gesicht geflogen? Der Ritter der Münzen. Du möchtest, dass da jetzt Beständigkeit reinkommt. Du möchtest belohnt werden für die Ausdauer und den Fleiß. Für die Energie, die du da investiert hast, wie manche so schön sagen. Ja, da ist die Welt noch rausgehüpft. Das heißt, du darfst schon erkennen, dass du am Ziel angekommen bist. Du darfst Frieden finden. Es ist alles gut. Diese große Liebe ist schon da und du darfst dich freuen auf eine lebendige Beziehung, eine lebendige Lebensgemeinschaft. Wichtig ist gerade, dass du deinen Gefühlen vertraust, alles in den Flow bringst, ein gesundes Verhältnis zu dir selber hast und friedlich bleibst. Lass dich nicht mehr triggern. Na gut, das sage ich so leicht. Das funktioniert ja nur, wenn nichts mehr triggerbar ist. Vertraue deinem Bauchgefühl. Es leitet dich in die richtige Richtung. Und eher so. Nee, Junge, das kannst du mal knicken. Ja, einfach packen. Ja, es arbeitet in ihm, würde ich sagen. Jetzt mal konkret auf den Punkt gebracht, bitte. Was beschäftigt ihn? Der Stern, der deinen Namen trägt, ja. Ja, er ist ein bisschen sprachlos. Er sieht es ja, dass da eine große, aussichtsreiche Liebe schon da ist. Jemand, der sich hingeben kann für ihn. Jemand, der bereit ist zu geben, aber auch zu, ne, empfänglich ist für die Untertöne, für die leisen Töne. Er wird ja nun mal auch vom Universum geleitet und geführt. Und hier auf dem Bild ist überall nur Wasser und er kippt noch Wasser da rein. Gefühl, Gefühl, Gefühl. Ja, ich weiß nicht, wie er sich so noch sträuben kann, diese Liebe in sein Leben zu rufen. Aber Otto steht sich ja auch immer gern mal selbst im Weg. Ob das jetzt noch möglich ist, wage ich anzuzweifeln. Ja, ich wage zu zweifeln, dass er sich gegen seine Gefühle noch sperren kann. Was haben wir hier für ein Statement für ihn? Ja, manche von euch haben vielleicht das Gefühl, ihr turnt auf der Stelle rum, es bewegt sich nichts. Ja, hört mal genauer hin. Vielleicht möchte der Otto von dir noch so ein bisschen eine Brücke haben, um sich trauen zu können. Er versucht sich auch noch davon zu stehlen, versucht sich abzulenken nach allen Regeln der Kunst, aber irgendwie scheint ihm das zurzeit nicht so wirklich zu gelingen. Ich mache einen kurzen Spoiler, keine exakte Neunerlegung. Wir brauchen ja nur eine Tendenz. Moment. Ach, ist egal. Ihr hört mich ja reden. Eine Überschrift für die nächsten 24 Stunden für dich. Eine Überschrift fürs Otto-Mäuschen.
Vielleicht hast du das Thema angeschnitten, gemeinsame Pläne, nicht immer nur Einzelkämpfertum. Einzelkämpfer wart ihr beide lange genug in eurem Leben. Gemeinsam oder einsam weiter? Vielleicht ist dieses Thema in irgendeiner Art und Weise auf den Tisch gefallen. Okay, und er würde gerne die Augen zumachen, aber leider funktioniert das nicht so richtig. Also leider in seinem Gedankengut, ne? Es wird nicht funktionieren, weil dieser Spiegel einfach sehr stark ist und exakt ist. Ja, und kann auch mal kurz die Hand vors Gesicht halten. Wir gucken, was passiert. Für dich die nächsten 24 Stunden. Welche Geschichte möchte auf den Tisch? Ja, ich glaube, du bist in einem ziemlich guten Modus. Bei dir hat viel Heilung stattgefunden, viel Wachstum, viel in dir ist erwacht, erblüht und ja, du hast auf viele Fragen deine inneren Antworten bekommen. Du hast auf diesem Weg die Hoffnung aber auch nie ausgegeben und auf, ach Gott, die Hoffnung nie aufgegeben. Und hast das Empfinden, dass jetzt das Füllhorn des Glückes über dich ausgeschüttet werden darf. Du möchtest nach Hause, das hast du manifestiert. Ja, und wenn das nicht mit ihm geht, dann gehst du für dich alleine nach Hause, weil jetzt so ein Wendepunkt einfach stattfindet in deinem Leben, denn du bist selbstständig. Also du hast dich erfüllt, du weißt, was du möchtest, du weißt, was du brauchst. Und natürlich wünschst du dir auch diesen Mann an deiner Seite, wo du das Empfinden hast, dass er ohne dich auch nicht komplett ist. Ja, ihm steht noch so ein bisschen das innere Kind im Wege. Zerbrich dir jetzt nicht den Kopf über seine Gedanken. Wenn er im Gefängnis sitzen bleiben möchte, dann soll er ins Gefängnis gehen. Ist sein Bier. Ohne dass ich jetzt kalt und herzlos wäre, aber irgendwann ist es dann auch mal gut gewesen mit der Kämpferei. Und was macht er jetzt damit? Wollten jetzt schon drei Karten springen, haben sich aber nicht getraut. Aber da jetzt doch. Nein, die nicht. Oh wei. Oh wei, ja. Und schon wieder eine Transformation. Ja, was soll er denn machen? Die lagen ungefähr so vorgestern auch auf dem Tisch. Er wird dir den Ring reichen, um das auf den Punkt zu bringen hier, ne? Sterbe-Werde-Prozess. Schaut nochmal genau hin, wie das dann für ihn sich anfühlt. Das kannst du dir vorstellen. Kopfkino, 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 Gehirnjogging und so weiter. Sehr anstrengend. Ja, diese große Veränderung ist ja nun früher oder später eh im Lebensplan verankert. Er wird auf sein Herz hören. Er spürt ja auch, dass die Sehnsucht riesengroß ist. Und er wird derjenige sein, der dir eine Lösung anbietet für das, was dir an Fragen zurzeit im Hirn rumturnt, ohne vielleicht eine konkrete Frage gestellt zu haben. Er bietet dir den Ring an, weil er weiß, dass du anders bist als andere Menschen. Du bist ein guter Mensch und diese Zweifel werden aus dem Weg geräumt, weil die Sehnsucht eben größer ist. Es gibt einen guten Ausgang in der Liebe. So, da sie jetzt stehen, was soll ich noch mehr erzählen? Bleibt im Vertrauen, glaubt dran, es kommt zur gegebenen Zeit. Mein Sohn hat vorgestern gesagt, die Queen wird am Donnerstag offenbart, ja, aufgebahrt wird die. Ich glaube, das Volk darf dann gucken gehen, sich verabschieden. Die Queen wird am Donnerstag offenbart, ja.
Schauen wir mal, was am Donnerstag ist, weil mein Sohn hat auch Skills, der sagt das nur mal immer nebenbei. Ich wünsche euch alles Gute, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, liken, kommentieren und abonnieren. Ich darf nicht vergessen, meine Ottos gleich wieder mit nach oben zu nehmen. Ja, lasst es euch gut gehen, bleibt mir gesund und gern bis zum nächsten Mal.